Welcome back, Commander. So, willkommen zurück zu 8-Bit Armies. Ich musste das Spiel gerade nochmal, also quasi zweites Mal starten hier, weil die Sprache sich wieder umgestellt gehabt hat. Ist aber kein Problem. Ich hätte euch das nicht mal sagen müssen, ne? Ihr hättet das nicht mitbekommen. Aber, ne, weil gerade mal wieder Updates zu dem Spiel rauskommen, oder weil eigentlich, ich weiß nicht, wie oft Updates rauskommen, aber zumindest einigermaßen häufig, mindestens, glaube ich, einmal die Woche kommt irgendein Update raus, dass man da immer die Sprache dann wieder umzuändern hat, ne? Deswegen, musste ich das gerade nochmal einstellen. Wie gesagt, geht bei Steam, wenn ihr das selber da in eurer Bibliothek habt, und dann rechtsklick drauf, Eigenschaften, und dann auf Sprache, und da könnt ihr dann Englisch und Deutsch auswählen. Ist ganz cool, finde ich. In-game wäre es natürlich noch schöner, aber vielleicht kommt es irgendwann ja auch nochmal. So, Bockspringen. Cordoba hat auf einer Insel, die sich auf direktem Wege zu seiner Stellung befindet, eilig einen Verteidigungsperimeter errichtet. Wir müssen die Raketentürme ausschalten, damit unsere Transporter sicher darüber hinwegfliegen können. Die Atomwaffen, die sie sichergestellt haben, sollen den Vorgang beschleunigen. Zerstören sie alle 42 gegnerischen Raketentürme. Es hätten auch 41 werden können. Es sind 42. Dass der immer übertreiben muss. Voll schlimm. Warum nicht gleich 420? Oder, was weiß ich, 3,14 Türme. Wobei, es wäre ein bisschen wenig. Bauen sie lediglich Flugeinheiten, Belohnung 0,2 Raketenhubschrauber. Das wäre natürlich nett. Die sind, gerade zu Beginn, die zu haben oder auch nicht, ist nicht schlecht. Schließen sie Bronze und Silber in 20 Minuten ab. Eine Flugkontrolle gibt es dafür. Machen wir direkt auf schwer hier. Natürlich 42 Dinger. Das sollte gehen. Wir haben ich muss einfach nur viele Raketensilos bauen. Sind wir so ehrlich? Ich bin sehr gespannt, wo die ganzen Türme verteilt sind. Ich befürchte mal, dass sie uns relativ viel vom möglichen Geld, sag ich mal, wegnehmen. Okay, hier sieht man, wo die alle verteilt sind. Man sieht es wirklich überall. Die sind gerade alle außerhalb unseres Bereichs. Aber warte mal. Das ist zwar schön und gut, dass das jetzt die Aufgabe ist, aber greift uns auch ein Gegner an? Das ist meine eigentliche Frage. Wird uns auch ein Gegner angreifen an dieser Stelle? Raketentürme heißt für mich zumindest, dass ich da nicht unbedingt mit Hubschraubern ankommen möchte. Weil das könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Mit Bodeninfanterie und Sachen eigentlich auch nicht. Panzer wären halt nett, ne? Das wären durchaus eine Variante. Ich mache halt so ein paar Sachen hier zur groben Verteidigung. Ich denke mal, so ein Silo, ich denke mal, dass wir mit den Silos schon einiges reißen können. Ich werde mal einigermaßen viel Strom machen wollen. Okay, soviel zum Bonus. Bauen sie lediglich Flugeinheiten. Normal. Toll, ich hätte es nicht nur vorlesen müssen, ich hätte auch verstehen müssen, was ich da eigentlich vorlese. Das ist das Problem dabei. Fand ich früher in der Schule auch immer anstrengend. Wenn dann irgendwie man einen Text vorlesen musste, dann hat man sich hinterher drüber unterhalten, was man eigentlich vorgelesen hat. Und meine Güte, wenn ich irgendwas vorlese, kann ich mir die Sachen schlechter merken, als wenn ich sie nur lese. Das ist enorm. Das passt irgendwie nicht. Irgendwie hat mein Kopf da keine Lust drauf, sich dann Sachen zu merken. Das ist so eine ganz, ganz komische Variante. Und ich weiß, dass ein paar andere Leute das auch haben. Wenn man irgendwas vorliest, dass man sich dann weniger davon merkt, weil man halt wahrscheinlich mehr aufs Vorlesen der einzelnen Wörter konzentriert ist, als dass man überhaupt irgendwie den Inhalt davon überhaupt wahrnimmt. Dass es letztendlich nur um die Verbalisierung von den ganzen Sachen geht. So, das heißt, ich mache nur Helis. Oder im Idealfall sogar kann ich so viel Krams überhaupt, weil ich dann weil ich dann nur Silos mache. Ich muss mal gucken hier. Aber in 20 Minuten das mit den Silos. Ja, boah. Es würden schon ein paar werden. Aber nicht so überzeugend viele wahrscheinlich. Ich hätte trotzdem jetzt schon mal ein Silo dahin klatschen. Dafür habe ich ja den Strom da gemacht. Okay, soviel dazu. Weg hier, weg hier. Weg, 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 weg. Okay, der Gegner hat so ein bisschen. Er setzt auch mal seine Raketen sinnvoll ein. Ich will nicht sagen, es wurde Zeit. Aber er hat sich sonst vorher sehr zurückgehalten. Oder die Gegner. Wir haben echt wenig Geld hier am Anfang. Das ist schon wieder sehr dicht an den Turrets dran. Das ist direkt um die Turrets rum. Das ist hier auch genau dran. Wir haben genau zwei Ölquellen hier. Und das ist ein bisschen sehr wenig. Okay, ich habe 3 Minuten jetzt hier für die Dingens. Für die Rakete. Der andere hat noch 38. Also der hat schon ein paar Silos mehr.
42 Raketentürme. Das ist schon eine Menge. Ja, genau. Für jedes Silo muss ich auch ein eigenes Kraftwerk bauen. Genau. Weiß nicht, ob es dafür eine Schnelltaste gibt. B, aber ist es immer B oder ist das... Nee, nur wenn man auf dem Ding jetzt ist. Ich muss mir irgendwann nochmal die ganzen Hotkeys und sowas genauer angucken, anlachen, andrehen. Wäre ganz cool. Wäre auch ganz cool, wenn man quasi neben den Superwaffen, also neben der Atomrakete auch. Aber es geht einigermaßen fix, ne, bis das Ding einschlägt. Man muss schon sehr schnell reagieren. Es wäre super, wenn man da auch quasi, oder interessant als Ansatz, wenn man auch quasi für noch mehr Geld als die Rakete selber oder so ein Silo selber, so eine Verteidigungsanlage dafür aufbauen kann, die aber auch nur alle so und so viele Minuten funktioniert. Also wenn der Gegner halt entsprechend mehr Raketen baut oder schneller die Raketen raushaut, kann es sein, dass die Verteidigungsanlage dann auch schon wieder langsamer ist oder zu langsam ist. Das wäre tatsächlich auch mal ganz interessant. Ob das jetzt, sag ich mal, auf längere Sicht sinnvoll ist für das Spiel, keine Ahnung. Es hängt halt ein bisschen davon ab, wie man spielt. Aber es wäre zumindest ein Ansatz, finde ich. Ja, ich lasse im Moment noch ein bisschen Zeit. Ich möchte erstmal hier gucken, dass ich diese ganzen Sachen irgendwie mal bekomme. Okay, der Gegner greift auch persönlich an. Alles klar. Der greift auch persönlich an. Ich werde erstmal hier gucken, dass ich möglichst viel Geld in die Silos reinstopfe. Wie mache ich das denn am besten? Innerhalb von 20 Minuten kann ich zumindest nicht alles mit Raketen hier wegbolzen. Auch wenn die kleinen Dinger halt ein bisschen... Also ich glaube, so ein Geschützturm kriege ich... Was? Ja, ist ja gut. Okay, die gehen auch nicht komplett kaputt. Ich glaube, alles hat so... Ich will nicht sagen, alles hat die Hälfte runter. Die haben ein bisschen weniger runter. Also ich glaube, es ist trotzdem ein fester Schaden und kein prozentualer Schaden an der Stelle. So schnell kann man zwei Raketen auch nicht nacheinander abfeuern. Das wäre gemein, wenn man die wirklich quasi im Dauerfeuer da runterfallen lassen könnte. Das wäre sehr interessant und sehr brutal. Also, dass man quasi wirklich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit die nacheinander hauen kann. Wenn man quasi, wenn man zwei Silos hat oder drei Silos, dass man dann auch drei Raketen losschicken kann. Das wäre sehr gemein, finde ich. Was sind bitte alles für Leute hier? Das ist ja gemein. Ist schon gemein. Was wollen die denn hier? Das sind vor allem viele. Powerplant complete. So, und noch ein Silo. Ich bin bereit. Keine Ahnung, wo das hin muss. Da. Ich gucke einfach mal nach der Karte, ne? 1,40 habe ich noch als kommende, als benötigte Zeit. Das ist natürlich eine ganze Menge. Obwohl ich schon... Na gut, ich habe drei Silos, das ist okay. Statt 3 Minuten 1,40 ist schon sehr in Ordnung. Ah, das ist eine Variante. Halt! Wo ist es? Okay. ja, hat super funktioniert. Hat super nicht funktioniert. Boah, das ist fies mit den nur Lufteinheiten dann bauen. Das geht dann, es ist ja sehr, sehr böse. Warum ist das war noch immer kein Raketenturm? Ich habe hier alles verloren, das war noch immer kein Raketenturm, den ich weggemacht habe. Das ist ja ekelhaft. Wie mache ich das denn ohne Nuklearraketen? Oder mit nicht nur Nuklearraketen? Das ist, glaube ich, die große Frage hier gerade mal. Mit den Helis komme ich nicht so ernsthaft hin. Und, also Panzer wären halt super, ne? Panzer würden sehr helfen. Panzer wären die Erfüllung hier. Gut, ich habe auch auf Hard gestellt, aber ich glaube nicht, dass auf Hard die Rakete weniger Schaden macht. Ich glaube, das ist einfach nur die KI, aber ich habe bald... Das Geld wird irgendwann knapp. Das Geld wird tatsächlich irgendwann ein Problem. Mal so gesagt, das wird echt ein Problem. Constructing. Hier, die nehme ich mal weg. Die stelle ich auch gerade mal nicht her. Ich lasse die mal ein bisschen Geld sammeln hier. Ich glaube, ich muss leider auf die Nebenquests... Muss ich, glaube ich, ein bisschen verzichten jetzt. Zumindest auf harter Schwierigkeit. Wegen hier innerhalb der und jetzt hier ohne Panzer was zu machen. Weil die Panzer sind halt wirklich das, was jetzt am effektivsten wäre. Neben natürlich den, ne? Neben den Raketen selber. So, hier. Kabumsel. Eins. Wow.
Das ist ja viel. Harvester under attack. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Also das mit der Zeit wird schon mal keinesfalls funktionieren. Wisst ihr was? Ich werde mal hier das mit den Flugeinheiten, das ist mir gerade mal vollkommen Latte. Jetzt kommt anderer Kram. Jetzt wird's mal ernst gemacht hier. Das soll nicht unbedingt eine Stunde dauern hier. Aber das beides zusammen zu machen, das ist glaube ich, eine einigermaßen große Herausforderung. Und das ist sehr viel größer als das andere. Sonst habe ich den Eindruck. Constructing. Klar, man kann Unmengen an Helis aussprottern, aber dafür fehlt einem irgendwann das Geld. Das ist, glaube ich, das größere Problem dabei. Ich hätte gerne mehr stationäre Verteidigung, allerdings wird das gerade mal schwierig rein finanziell. Wobei, wir können mal, wenn ich hier noch eine... Ach, puh. Nee. Au. Der andere haut die zu schnell raus in 1,20 oder 1,10 oder was denn das? Müsst wahrscheinlich gucken, wo denn seine Silos sind. Vermutlich hier hinten. Sehr vermutlich da hinten. Ungeil. Radar complete. Ja, ich müsste halt wirklich raten jetzt, wo hier genau was ist. Da denkt, das sollte kaputt sein. Zwei sind kaputt. Harvester under attack. Ja. Wie mache ich das denn mal? Habe ich Panzer gebaut? Ja, das sind die. Okay, ich werde mal ein bisschen auf Fahrt gehen, ne? Ein bisschen hier rumgucken. Ich bin gar nicht echt gut an. Warte mal, sollte das eine der ersten Missionen sein, bei der ich quasi scheitere? Das wäre natürlich doof. Und ich habe die auch auf schwer geschaltet, schlauerweise. Aber wer hätte denn ahnen können, dass es hier so ein Rumgeballer wird? Wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich hätte es jeder geahnt. Außer mir. Machine Gun Turret complete. Ja, mit Panzern ist das alles okay. Die machen zwar auch tierisch viel Schaden. Was geht? Nee. Ha! Wünscht man sich manchmal einen Turbo-Modus. Ah, schöner Leuchtturm. Manchmal wünscht man sich das dann echt. Habe ich den Eindruck. Ja, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt actionarm hier, was passiert. Constructing. Ich hätte gerne eine Schnelltaste für das Ding. Also so eine richtig schnelle Schnelltaste. Geht bestimmt auch, dass man hier eine andere Taste drückt, um auf diese Palette dazu kommen, aber müsste man gerade mal nachschauen. Immerhin ist der Sound, wenn eine Rakete einschlagen wird, einigermaßen penetrant. Das hilft schon mal. Das hilft schon mal sehr mit. Ich hau hier mal ein bisschen was rein, ne? Ich gehe mal davon aus, dass da entsprechend was sein wird. Ach, guck mal, aha. Ja, also selbst wenn halt eine Rakete den Schaden von so einem Turret nur die Hälfte oder zwei Drittel runterhaut, das hilft halt alles mit. Ach, hier ist... Die Silos sind überall verteilt, oder was? Das ist ja natürlich ganz ungeil. Ey, der fährt mit Absicht auch durch mich durch hier. Was eine Sauerei. Das gefällt mir immer gar nicht. Ist voll fies zu nehmen. Die sind überall verteilt, die Silos. Wehe, der bolzt da irgendwie was rein. Da wäre ich sehr dagegen. So, wir haben ein bisschen Geld. Ah! Nee. Es wird stressiger. Ich glaube, der benutzt auf schwer seine Raketen auch sehr viel öfter. Behaupte ich einfach mal. Wäre aber schön, wenn wir hier oben auch das wegbekommen, dass wir zumindest eine Richtung schon mal ein bisschen aufgeräumt haben. Das ist nicht gut. Ich hab im Moment zu wenig Einheiten gerade mal gleichzeitig. Das ist ein bisschen sehr wenig jetzt hier. Darf keiner oben bleiben, ja, aber so ein Silöchen vielleicht noch. Wie gesagt, ich würde gerne mehrere Gebäude gleichzeitig bauen. Das ist halt eine Designentscheidung, dass es quasi nicht gleichzeitig geht. Vielleicht haben die nur ein Bauunternehmen, man weiß es nicht. Zumindest kann man nicht innerhalb so kürzester Zeit wie in StarCraft irgendwo eine neue Basis raufprügeln. Das geht ja nicht so ganz. So. Power plant complete. Ja, wenn ich jetzt schon hier irgendwie 11 Minuten irgendwas drin habe und 3 von 42 habe, dann würde das mit dem... Das hätte sowieso nicht funktioniert in 20 Minuten. Wie auch immer das dann gehen soll. Was muss man da denn für Einheiten haben? Ach, Artillerie braucht man dann. Ich verstehe. Eine Artillerie würde jetzt sehr helfen, weil die eine höhere Reichweite haben als die Türme selber. Das würde natürlich helfen. Aha. Das würde sehr helfen. Dann ist ja gut, dass ich das quasi... Wobei, das würde dann auch nicht nur in den Flugeinheiten funktionieren.
Immer diese Gedanken, die dann doch nicht funktionieren. Motorpool complete. Das, gut, klar, dann geht das natürlich auch nicht. Ja, ist ja gut. Harvester ist sehr gut. Die Reichweite könnte gerne ein bisschen höher sein manchmal. Für das Nuklearchen. Sammeln wir da noch eins rein. Mal gucken, einfach so ins Blinde rein. Bombs, 3 Stück weg. Sehr gut. Harvester under attack. Warum habe ich die denn gebaut? Oder die ganz normalen kleinen? Ich habe keine Ahnung. Ups. Achso. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte, das hier wäre meine Basis. Und wie hat der Gegner da plötzlich so schnell irgendwie... da plötzlich Sachen aufgebaut. So irritierend, wenn das da oben so dick rot ist. Das ist schlimm. Es sieht nicht schön aus. So, wahrscheinlich muss man dann wirklich alles power nuken, wenn man das dann in 20 Minuten machen sollte. Wirklich, wirklich nur die Dinger bauen. Also wirklich nur. Und die Helis bleiben nur da, damit die Basis verteidigt wird. Wir müssen aber richtig viele von den Silos haben. Damit es richtig schnell geht. Weil irgendwelche Upgrades im Sinne von macht mehr Schaden oder hat mehr Reichweite, solchen ganzen Kram. Das gibt's ja nicht. Ey, komm, einfach mal platt machen, das geht schon. Dafür sind Panzer gut. Sag mal, das mit Lufteinheiten innerhalb von 20 Minuten machen, das wäre sogar, behaupte ich mal, einigermaßen gut machbar. Machine Gun Turret under attack. So, ach, guck mal, die ganzen Leute. Ja. So, ach, guck mal, hier, die machen... das ist schlecht. Ja, na boah, das geht schon. Das geht schon. Ich muss mal gucken, dass ich hier mit dem Geld ein bisschen zurechtkomme. Im Sinne von, ich, muss mich mal ein bisschen in irgendeine Richtung vorarbeiten. Mit meinetwegen Türmchen oder was weiß ich was. Reicht das? Kann ich da unten hinbauen? Ich weiß es nicht. Dass ich da ein bisschen dichter dran bin am Geschehen. Ist ja immer ganz praktisch. Ja. Ah, ist jetzt schon wieder bereit. Natürlich. Ruf da. Da oben wird nämlich auch ein Silo sein, denke ich mal. Ich denke mal, da überall, wo man Geld holen kann, wird auch irgendwie ein Silo sein. Vermute ich einfach mal. 14 Raketentürme haben wir schon. Alles klar. Ja, das mit der Rakete, das geht schon schneller. Ist schon okay. Es müssen halt mehr werden, ne? Weil ich halt wirklich nicht weiß, wie die Zeit, Reduzierung aussieht bei den Raketen. Müsste man mal gucken eigentlich. Wäre, oder gibt's bestimmt irgendwie, hat irgendjemand das schon mal getestet und dann irgendwie eine Tabelle gemacht von wegen, hey, so und so viele bringen so und so viel Zeit bis zur Rakete. Man kann es halt in dem Moment schlecht sehen, weil die Zeit dann nicht resettet wird, wenn man ein Silo damit zukloppt. Von daher, das wird dann quasi nicht von alleine oder in der Geschwindigkeit sofort aktualisiert. Man muss halt erstmal abschießen und dann halt quasi wieder warten, bis man die nächste bereit hat. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Hat die kein Friendly Fire? Das wär abartig, wenn die kein Friendly Fire haben würde. Der Gegner hat gerade mal überlebt. Beziehungsweise die Einheiten, die da lang gelatscht sind. Das wäre sehr, sehr seltsam. Ich hab zu wenig Leute hier. Weil dieses halb oder dreiviertel runter oder zwei Drittel runter, das haut schon, das hilft schon sehr, sehr mit. Das würde dann auch mit Helis funktionieren. Dass man nicht überall zwei Raketen reinsemmeln muss, sondern eine. Das würde dann sogar auch funktionieren. Dass die Helis einfach mal, ach Gottchen, halt! Nee. Nö. Ganz schlechte Position dafür. Ja. Geh nochmal zurück, ne? Das ist ja ungeil. Das ist ja mal ein bisschen sehr viel des Guten, ne? Das war mal ein bisschen sehr viel zu viel des Guten. So, ich weiß zumindest, wo der ganze Kram ist. Bums. Hat natürlich in der Form dann noch nichts gebracht. Aber wenn ich das jetzt innerhalb von... Wobei, das geht einigermaßen flott. 40 Sekunden waren das, glaube ich, ungefähr. Ja.
Wenn man das dann schön hat, dann ist schon okay. Also wenn man das ein bisschen hochschraubt. Ich weiß bei den Raketen im Moment nicht. Das wird wahrscheinlich, vermute ich mal, ähnlich wie bei den anderen Sachen auch prozentual sein, oder? Dass immer so und so viel Prozent abgezogen werden. Nicht, dass immer ein fester Wert abgezogen werden wird, weil das wäre wirklich verdammt viel dann. Machine Gun Turret under attack. Man kann zumindest recht sicher sein, dass sie, dass er seine Nukes gerne mal auf die Armee schiebt und wenn man irgendwie nur ein oder zwei Armeen hat, dann kann man sich recht sicher sein, wo die landen wird oder wo die Meldung sein wird. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn man auf Leertaste drückt, ob man dann quasi zu der Warnmeldung hinkommt. Müsste ich gleich mal testen eigentlich. Weil das gibt es bei anderen Spielen halt auch ganz gerne. Der müsste aber mittlerweile repariert haben, oder? Wir werden es anhand der Zahl sehen. Nopes! Nopes! Da ist jetzt alles kaputt. Okay, es sind 18 Minuten, ich habe 22 kaputt, aber wie gesagt, ich hab auch einigermaßen viel durch die Panzer gemacht. Das Silo ist completed. Das geht echt angenehm fix. Ich mach noch mehr. Ich glaube, da so kann man die Mission dann halt gewinnen, wenn man am Anfang sehr viel Geld hat und dann entsprechend auch am Anfang schon ein Silo hat, meinetwegen, oder zwei. Und dann, ach guck mal hier, schön. dann kann man entsprechend schnell den ganzen Krams machen. Okay, da gehen wir zum complete. Geld hin. Will mal ein paar Harvester machen, ne? So richtig geil in die Richtung komme ich, glaube ich, nicht hier. Ich hätte die Silos auch über die Map verteilen können. Das wäre auch super. Als Fortbewegungsmittel quasi für meine Basis. Das wäre auch sehr interessant. Okay, die ist fertig. Die ist bereit. Vermute mal, dass hier auch wieder Silos... Oder hier wird auch ein Silo sein. Vermute ich mal. Muss ich mal reparieren. Ich habe keinen Rebernsel hier. So. Ich habe kein Geld. Vor allem, ich darf nicht so viel gleichzeitig bauen hier, das bringt sonst nichts. Machine Gun Turret complete. Mhm. Ah, da kommt einer. Machine Gun Turret under attack. Ich wollte das Ding hier eigentlich hier oben hinbauen. Dass es zumindest ein bisschen dichter am Geschehen selber dran ist. Aber die Gegner machen natürlich noch fleißig weiter hier, das ist doof. Was, wo? Ach da. Ja. Sagen wir so, bei den Gebäuden ist es relativ egal, ehrlich gesagt. Man hat zwar weniger... Also man muss zwar Geld ausgeben, ne? Weil, wenn er reparieren will. Aber es ist jetzt nicht so, dass es furchtbar wäre. Dass es furchtbar schlimm und nicht wieder aufzuholen wäre. Man hat ein bisschen finanziellen Verlust, ja. Nee, Kinders, das ist schlecht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das ist eine ganz doofe Idee. Der ist auch gleich matschig, ich weiß. Okay, da sind die Harvester ein bisschen doof. Die Türme sind vollkommen egal. Wo war das Nuke? Die Nuke? Hallo? Sieht man das Silo dann nicht mehr? Egal, ich meine mal dahin. Okay, es sind 32 oder 33 Sekunden, die ich jetzt im Moment habe. Als Zeit. Also es geht halt noch mehr, ne? Mal so gesehen. Harvester under attack. Es geht noch mehr. Okay, wenn sie hier alle hier unten sind, ja. Es ist nicht unbedingt geil. Es ist sehr uncool. Constructing. Ja, das ist die Raketenleute sind ein bisschen sehr böse. Ich bin unzufrieden mit dieser Mission. Ich muss mal ein bisschen weiter hier den ganzen Krams machen. Die waren quasi kaputt. Die sind jetzt gleich ganz kaputt. Bombs. Da sind zwei weg, ja. Sehr gut. Wie viele Dings habe ich? Ich kann noch fast sogar zwei bauen. Die sind halt teuer, ne? 2000. Das ist sehr teuer. Und 2000, also eigentlich 2300, weil man immer ja auch ein Kraftwerk braucht. Ja, ist schon nicht unbedingt billig. Okay, das Ding ist wenigstens noch voll hier. Das ist ein feindlicher.
Ja, das ist okay. Headquarters under attack. Ich weiß, ich sehe es. Harvester under attack. Ich habe kein Geld zum Reparieren, verdammt. Das ist ganz, ganz doof. Das ist eine ganz doofe Variante. Das wird nicht eine ganz doofe Variante. Das ist auch eine ganz doofe Variante. Was passiert denn hier? Ja, das gefällt mir nicht. Ja. Und. Ach, es sind nur Fußleute. Das passt schon. Das passt. Sollte vielleicht gehen. Hoffen wir es mal. Dass sie vielleicht auch weg sind. Hier die Reparatur. Heinis sind schon mal ganz cool. Das ist schon mal falsch. Das geht zumindest hier schon mal. Ich hätte trotzdem gerne hier ein bisschen Reparatur, weil wenn die jetzt nochmal eine Rakete hier reinsetzt, das ist das Problem dann. Dass Reparieren einigermaßen teuer ist. Solange man Geld hat, ist es alles kein Problem, aber wehe, wenn nicht, ne? Dann geht's aber rund hier. Okay, die nächste Nuke. Mal gucken, ob die repariert haben. Ja, müsste, ja, haben sie. Unter 30 Sekunden sind es mittlerweile. Bei 7 Silos. Ja. Das ist okay, wenn man da wirklich im 20-Sekunden-Takt die Dinger raushauen kann. Das ist schon. Kann man sich nicht beschweren, würde ich mal sagen. Ist sehr in Ordnung. Ich lasse mal nicht alles zusammen, nachher verpasse ich da irgendwie ein Dingens. Einen Angriff. Ja, durch das Reparieren habe ich jetzt echt viel Geld aufzuholen. Natürlich blöd. Und noch eine. Hey! Missile Silo complete. Oh ja, hat funktioniert. Mhm. Tja, brauche ich noch mehr Silos? Es lohnt sich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Die Zeit ist gerade mal einigermaßen egal. Ich glaube, ich brauche nicht weitere. Okay. Ich bin zur falschen Richtung ausgewichen. Es geht aber richtig fix. Wahrscheinlich, wenn man überhaupt irgendeine Chance hat. Das ist eieiei. Eieiei. Ach nee. Die ganzen schönen Panzer. Verdammt. Das ist ja richtig doof. So, Radar ist schon ganz cool. Ich brauche noch eins. Hä, was soll das denn? Das ist doof. Ey, warte mal, wie schnell machen die es bitte kaputt? Wie schnell ging das denn kaputt, hier die Refinery? Was sind das für Leute? Was war das denn? Ich habe doch eh kein Geld. Es ist eine ganz blöde Sache hier. Okay, die ist schon wieder bereit. Hier kommen rein damit. Radar complete. Ja, die Gegner. Also ich muss das hier kaputt machen. Hier muss Randale sein. Sonst funktioniert das nicht. Da muss ich muss seine Einheitenzufuhr kaputt machen. Wobei ich gerade mal seine Geldzufuhr, glaube ich, abgeschnitten habe. Also Geld sollte er wahrscheinlich keins mehr haben. Wobei hier oben erstaunlich viel los ist. Wobei. Primitiv Nuke. Hex! Glaubst du? Das hätte klappen können. Ich habe gerade mal auf der Karte geschaut, ob da Einheiten vielleicht gestorben sind bei. Hat nicht ganz funktioniert. Nennen wir es mal so. So, Panzer. Die sind nicht so knallteuer. Also im Vergleich zu so einem Silo ist so ein Panzer, aber hallo, der ist aber erschwinglich wie sonst was. Ja, toll. Ja. Warte mal, ich wollte das hier oben machen, ne? Rein damit. Sind es 23, sind 24 Sekunden? Einige. Schnell, es geht schnell. Einigermaßen schnell. Wenn ich hier bleibe, wenn ich hier oben in meiner Basis bleibe, dann sollte das gehen. Wobei der gerade mal wirklich eine Menge raushaut hier. Nein! Das war alles. Ich hab die falsche Gruppe da reingezogen. Das ist hart, ja. Man merkt's. Es ist. Hier ist tatsächlich mal die Mission auf. Auf ein bisschen schwerer. Weil die ihre Armeen immer so nach und nach ranziehen.
Dass sie bloß nicht alle gleichzeitig kommen. Das ist interessant, sonst hast du so eine Mission, wo du irgendwie ein paar Sachen zu machen hast, was innerhalb von 10 Minuten geht. Und an anderer Stelle kommt dann sowas bei raus. So. Jetzt sollte das zumindest kaputt sein. Im Idealfall. Ich weiß nicht, ob das Hauptquartier, ob man das noch langsamer kaputt macht als das andere Zeug. Zumindest war es bei Command Conquer so, dass man für das Hauptquartier da haben, glaube ich, auch da hat eine Nuke lange nicht ausgereicht oder zwei. Wobei man meist auch keine zwei gehabt hat. So, was haben wir denn noch hier so? Oh, wahrscheinlich hier ein bisschen. Ich mach den mal platt, ne? Mach ich jetzt vorne gleich auch nochmal platt. Schauen wir mal. Geht ja schnell. Ist natürlich jetzt total aufregend und spannend. Aber, sind wir so ehrlich, ich habe hier ein paar Schwierigkeiten mit den Gegnern. Harvester. So. Warum nicht auch Fernkampf, ne? Mal so gesehen. Under Attack. Da bin ich so weil da sie so dicht nebeneinander stehen haben. Ist sonst doof. Reparieren. Ja, machst du mal. Ich werde noch mal ein paar Helis nachschieben hier. Harvester under attack. Das ist schon eher uncool gehalten hier. Ja, da so. Und? Ja, okay, das war in Ordnung. Das ist eine komische Mission. Wahrscheinlich spiele ich die komisch. Wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum es eventuell seltsam sein könnte hier. Die haben, Granaten für die Gebäude. Haben die das immer? Bin mir gerade nicht sicher. Bombs. Ich wollte ihn überfahren, schade. Rocket Turret, aha. So. Keine Ahnung, was noch mit alles bei kaputt geht, ne? Mal so gesehen. Es wäre nett, wenn ich das quasi per Luftpost mal ein bisschen mitbekommen würde. Wobei hier kommt tierisch viel Krams an. So richtig viel. Da eine Nuke gleich wäre sehr nett. Da kommt echt viel. Was hat er vor? Ja, wahrscheinlich kämpfen, aber. Was sind alles normale Einheiten? Das sind alles normale Flitzpiepen hier. Da eine Nuke für verschwenden? Nee. Rocket Turret under attack. Die kommen aber alle ungefähr schon hier vorne raus, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wie schnell er das alles dann halt immer wieder aufbaut, ne? Mal so gesehen. Wir haben das Schimmer. Ich werde mal in die Nähe fliegen davon. Wobei, ich werde mal oben lang fliegen. Das ist sinnvoller. Harvester destroyed. Ja, vor allem, ja, ich weiß, ich habe kein Geld, ich weiß. Ich hab kein Geld. Refinery passt schon. Alles okay, passt schon. Harvester die Mission mal auf normal stellen sollen, aber wer hätte das ahnen können, dass das Spiel tatsächlich mal ein bisschen schwieriger wird. Harvester destroyed. Wer denkt denn an sowas? Bombs. Harvester 42. Klar, man kann einfach sagen, hier komm, ich warte einfach, ich igel mich ein. Wir machen das in der Form. Ah, guck mal. Röhr macht eh nichts mehr. Harvester destroyed. Haut er sich denn da bitte selber weg? Die haben da keinen Friendly Fire, ne? Bei den Raketen. Anscheinend. Und so eine Rakete macht selbst gegen, gegen kleine Einheiten echt nichts. Das ist enorm. So, und Schrode. Na? Hat noch immer nicht funktioniert. Noch immer keine Zahlveränderung. Das ist natürlich doof. Repairing. Immerhin kommen die alle zu mir hier. Das passt schon. Constructing. Klar, irgendwann fällt der ganze Kram. Machine Gun Turret under attack. Aber das geht schon. Harvester under attack.
ein Reparatur. Ein Ohr habe ich nicht, ne? Nee. Okay, der bekommt also die. Ich weiß nicht, was die machen, aber die bekommen echt viel Schaden. Oder die machen echt viel Schaden hier, die Kleinen. Das stellen wir schon ein bisschen sehr übel. Ich fliege mal kurz rein, ne, und guck, was die so haben. Das muss weg. Ja, das sollte funktionieren. Jau. Ja, vermutlich baut er eh neues Zeug auf. Wie man ja sieht. Hallo? Achso. Das ist schon in Ordnung. Wenn er halt weniger nervt mit in der baut neue Sachen, dann sollte das auch alles ein bisschen besser funktionieren. So, und rein damit. Ich muss den quasi finanziell ein bisschen ausräuchern. Wenn es geht. Weil dann sollte er auch nicht mehr angreifen. Es sei denn, der cheatet, ne? Das ist auch eine Variante. Wenn er cheatet, ist natürlich auch ganz doof. Aber weiß ich nicht, ob der das macht. So, der kommt mal hier mit oben hin. Dann nochmal rüber. Ich sollte mal mich auf die Aufgabe konzentrieren. Glaube ich mal. Nee, nicht dahin. Ja, es wird schon gehen. Ich mache einfach die Aufgabe, dann ist gut. Habe ich überhaupt noch irgendwelche Sammler hier? Ich bin mir echt nicht sicher. Ob ich da noch irgendwas in der Art überhaupt habe. Silos, also macht auf jeden Fall Spaß, ne, mit den ganzen Dingern. Ich glaube, ich habe echt... Okay, ich habe noch... Was ist der da unten? Na gut, da unten ist das Geld. Der ist da, wo das Geld hin ist. Das heißt, ich muss hier unten das mal ein bisschen platt machen. Das geht doch nicht. Ich will die Basis schrotten. So, dann bitte rein. Und? Bitte Fortschritt. Yep. So, das ist schon mal falsch. Das heißt, das Ding ist weg, genau. Ist jetzt halt begrenzt aufregend. Für euch vermutlich. Für mich auch. Aber es ist begrenzt aufregend. Okay, jetzt haben wir gar keinen mehr. Jetzt müssten wir Gebäude verkaufen, wenn wir wieder Geld haben wollten. Der scheint aber sich nicht mehr zu reparieren, oder? Der hat auch keinen Bock mehr. Ich glaube, der hat einfach auch nur kein Geld mehr. Gehe ich mir ganz stark von aus. Weil, woher auch? Es gibt nirgendwo mehr Geld. Ganz ehrlich, es gibt kein Geld mehr. Da ist die Map jetzt einfach mal leer. Weil das Match geht schon eine halbe Stunde. Klar ist es dann irgendwann mal leer. Das heißt, ihr könnt ihm so ganz, ganz langsam auseinandernehmen. Weil er noch immer Einheiten hat, ne? Vielleicht hat er die noch auf Vorrat gehabt. Ich weiß es nicht genau. Aber zumindest ist es doch einigermaßen viel, was er da immer raushaut. Ja, also dass man hier die Sachen auf der Karte sehen kann, es hilft natürlich mit. Es hilft sehr mit im Sinne von, man weiß zumindest, wo man hinhauen muss. Ach nee, das ist doof. Da ist meine Nummer 2 weg. Ich hab eh kein Geld. Harvester destroyed. Baut er denn gleich was Neues auf? Nee, ne? Nops. Warum er da immer noch Einheiten rausschubsen kann? Er scheint ja kein Geld zu haben. Also sollte er nicht mehr und ich wüsste nicht, woher genau. Müsste man hier unten halt den Krams da mal weghauen, ne? Weil ich da halt auch nicht sicher bin, ob das Silo da noch in der Gegend steht, ehrlich gesagt. Müsste man halt wirklich mal gucken. Harvester under attack. Gut, Soldaten, die 50, das ist schon mal nicht so wahnsinnig teuer, das ist schon okay. Ich habe einen Harvester, warum wo habe ich den her? Okay. Okay, da knall ich gerade mir nichts an, der ist tot. Fast schon. Harvester under attack. Das ist schon in Ordnung.
Harvester destroyed. Ja, ich weiß. Ist nichts Neues. Aber dass die Kisten irgendwo rumstehen, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Oder ich habe einfach nicht genau hingeguckt. Das kann auch eine Variante sein. Also es scheint noch irgendwie irgendwoher Geld zu bekommen. Da unten sind zwar Sachen, aber eigentlich sollten die nicht mehr ernsthaft gefüllt sein. Oder zumindest werde ich die mal entfüllen hier. Ja, hat funktioniert. Schön, wenn man kein Geld mehr hat. Ist toll. Harvester under attack. Hallo. Nicht immer da reinfahren. Einfach mal zu Hause bleiben. Das hilft vielleicht. So, Bombs. Mal gucken, was hier noch, ob es auch zwei sind oder ob es eine ist. Das sind auch zwei. Er ist tot. Ja. Mhm. Da oben ist noch eine rein. Keine Ahnung, wie man das in 20 Minuten machen soll. Wahrscheinlich, indem man sehr gezielt auf bestimmte Raketen geht. Und vor allem, wenn man nicht auf schwer spielt. Das sollte auch noch einen Unterschied machen. Keine Ahnung, welchen ganz genau. Aber zumindest sollte es einen Unterschied machen. Dass man dann halt noch mehr Silos baut und noch mehr Silos baut und noch mehr. Und dann innerhalb von 10 Sekunden dann halt immer abfeuern kann und nicht irgendwie 25. Das macht halt schon einen Unterschied, zumindest wenn man dann wirklich im Dauerfeuer die Dinger raushaut. Und seine Verteidigung halt ein bisschen schöner bauen, ne? So, was haben wir denn noch? Da mal. Der eine Heli macht das. Der kann das. Hier unten sollte alles weg sein. Rocket Turret also, under attack. Es ist. Was? Das existiert noch, das ganze Zeug. Die ganzen. Ne? Der ganze Strom. Klar. Ich verstehe, wie man das schneller machen kann. Indem man tatsächlich diese Stromgeschichten. Indem man die komplett weghaut. Die Chance, dass dann die Dinge hier aus sind. Ja. Ach. Okay. Das ist dann taktisches Vorgehen. Oh nein, dass mir das noch ungefähr 40 Minuten auffällt. Ja, das ergibt deutlich mehr Sinn. Weil deswegen ist es hier so zusammengeklumpt. Da und ja auch hier oben war das ja so zusammengeklumpt. Das waren dann die großen Stellen, wo denn der Strom produziert wird. Das ist natürlich... Man könnte als schlau bezeichnen. Wenn man da dran denkt. Dann ist es mit den Helis auch kein Problem, weil die schießen dann ja nicht mehr. Also man hätte die Mission... Man hätte das durchaus in 20 Minuten machen können, ja. Refinery under attack. Ich bin da doch im Moment gerade mal der Meinung, dass es geht. Dass man den Nukes halt nimmt, damit man den Strom da wegbekommt. Dafür muss man zwar auch ein paar Mal schießen, ne? Aber das geht dann schon. Die sind weg da oben, ja. Aber das ist dann sehr viel realistischer und machbarer ist. So. Zwei noch. Die genau hier wahrscheinlich nebeneinander stehen. Ich guck mir das mal kurz an. Haben wir es gleich geschafft. Ja, haha, ich ist eh tot. Da sind Kisten. Meine Güte, ist es hier oben auch noch? Da sind auch Kisten. Okay, alles klar. Rocket Turret destroyed. Alles klärchen. So, zwei Nukes noch, dann sind wir durch. Ich sollte so lange überleben, das passt schon. Warum auch immer die ganzen Turrets alle so außenrum verteilt sind, als ob die von hier oben ernsthaft angreifen würden. Das ist einfach so ein Standardbild, der halt um die Basis herum gebastelt wird. Von den Sachen, die man irgendwann mal freigeschaltet hat. Dass es halt irgend so eine Standardvariante ist. Und fertig sollte sein. No. Bombs. Mission complete. Es hat gedauert. Guti, wüsste man fürs nächste Mal dann, ne? Dass man das so machen kann. Ja, deswegen taktisches Vorgehen, es wäre schon schön. Ja, leider keine Helis, leider auch kein Airport. Ein Radar ist natürlich auch nett. Aber, naja, wir haben noch genau
1, 2, 3, 4, 5, 6 Missionen vor uns. Und ich habe mir auch mein letztes Mal das hier zugelegt mit den Wächtern. Weiß ich nicht, ob ich das auch denn hier machen werde. Das hängt ein bisschen von der allgemeinen Laune ab, aber ich denke mal schon. Ich denke mal, oder ich werde es mir zumindest irgendwie anschauen. Ob jetzt hier oder im Stream, keine Ahnung. Koop-Kampagne wäre auch noch ganz interessant. Wobei, ich glaube, es sind 10 Missionen, ne? Koop-Kampagne? Ja, sind 10 Missionen. Ich glaube, ich werde gelandet, ja, ja. Zerstören Sie beide gegnerische Hauptquartiere. Brauchen Sie keine Raketeninfanterie? Aha, aha. Achso, die kann man alles schon mal jetzt hier direkt freischalten. Da hat man aber keine Sachen, die man dann, ne, die man hier dann wirklich bekommt in dem Sinne. Das ist in dem Sinne halt anders gemacht. Dass man hier keine Sachen freischaltet in dem Sinne. Deswegen, mal gucken, vielleicht mache ich die irgendwann mal, ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei 8-Bit Armies. Es hat sich ein bisschen hingezogen. Ich hoffe mal, ich schaue mal ganz kurz hier in die nächste Mission. 20 Minuten. Zerstören Sie alle drei gegnerischen Hauptquartiere. Die Missionen werden länger. Wow. Immerhin. Schön. Machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.